Ich liebe mein Motorrad, ich liebe mein Motorrad. Mit Motorrad hört sich sexy an, weil es so sexy ist. Sexy Eyes. Willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin heute in einer Mission unterwegs. Ich hole nämlich Kim von zu Hause ab. Dann fahren wir gemeinsam mit dem Moped zu mir. Und dabei nehme ich euch natürlich mit. Ne? Viel Spaß! Ja, die Gartenarbeit, die machst du gut. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ich gucke gerne anderen Leuten beim Arbeiten zu. Ich habe richtig Glück, dass die Ampel grün ist. Sonst ist sie immer rot, wenn ich komme. Immer. Richtig lucky heute. Kann ja nur ein guter Tag werden, ne, wenn es schon so losgeht. Komm. Ja. Ich liebe mein Motorrad. Ich liebe mein Motorrad. Mit Motorrad hört sich sexy an, weil es so sexy ist. Sexy Eyes. Ihr merkt schon, ich habe gute Laune. Das liegt vielleicht daran, weil heute ist Freitag. Heute ist Wochenende. Und Wochenende bedeutet, ja, Pizza, ich will auch Pizza. Nein, Wochenende bedeutet nicht, dass ich Pizza will. Nein, Wochenende bedeutet Wochenende und es soll morgen richtig gutes Wetter werden und übermorgen. Wochenende plus gutes Wetter plus Motorradfahren, mehr Spaß geht einfach nicht. Nee. Oh, oh, je, je, je. Warte mal, ich fahre jetzt hier vorbei, dann fahre ich hier drauf. Da steht schon das Moped von Kim. Hallo. Ich muss aber noch tanken. Komme ich hier denn? Ja, super. Rein mit dem Lümmel. Und voll. Perfekt. Zack, zack, zack. Bis gleich. So Leute, da sind wir losgefahren. Kimi Kimco. Nein, wieso sage ich immer Kimi Kimco? Kim fährt doch gar keine Kimco. Kim ist vor mir. Wir fahren jetzt back to my home. Sie macht den schönen Slalom. Slalom, Lalom. Es ist so schön. Das Wetter ist so toll. Richtiger Random Vlog. Random Vlog, wie er im Buche steht. Rote Ampel auf, neben die Kimi. Hallo. Hallo. Sagen Sie dazu. Wozu? Keine Ahnung. Okay. Puh, staubig. Weiß. Weißt du, wer die Schuld das ist? Nein, meine nicht. Okay. Nein, das war nicht meine Schuld. Oh Mann. Ja, die Maschinen sind ein bisschen staubig geworden beim Abonnenten. Special Dreh fürs 40k Special haben wir fleißig was gedreht. Habt ihr, wenn ihr mir auf Instagram folgt, ne? Müsst ihr natürlich tun, wenn ihr es nicht tut. Link ist unten in der Videobeschreibung. Unten. Oh, warte mal, ich muss noch resetten. Ich habe ja gerade getankt. Null. Ja, da habt ihr wahrscheinlich schon fleißig Material gesehen, was da entstanden ist. Das Video kommt dann vermutlich online, wenn ich die 40.000 Abonnenten geknackt habe. Keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird. Auf jeden Fall bin ich gehypt, wie das Video bei euch ankommt. Also haltet die Abonnentenzahl ein bisschen im Auge, dann bei den 40.000 wisst ihr dann, oh, da kommt jetzt ein Video. Also,
Dann könnt ihr auf der Lauer auf der Mauer sein und dann wisst ihr direkt Bescheid. Ich hab den Roller gegrüßt. Oh nein! Ich hab so einen Roller! Aber er hat mich zurückgegrüßt! Oh nein! Ich glaube, das war der Roller. Ich glaube, das war ein Roller. Ich hab's jetzt gerade so nicht so richtig gecheckt, aber ich. Egal! Auch Rollerfahrer müssen gegrüßt werden. Der hat sich jetzt bestimmt gerade voll gefreut. Denn das ist ein Roller. Sah auf jeden Fall von vorne aus wie ein Motorrad, so ein altes Gammelding, aber von hinten sah es halt voll aus wie ein Roller und von der Seite, so was ich gesehen habe. Nachher im Schnitt kann ich mir das ja nochmal angucken, was das dann wirklich war. Also sah gerade irgendwie aus. Also es könnte ein Roller gewesen sein. Freude war jedenfalls groß bei dem anscheinend. Also wenn es ein Roller war. Boah, ey. Die Strecke von Kim zu mir ist irgendwie voll einschläfernd. Man fährt die ganze Zeit nur so innerorts irgendwo, dann kommt man raus, fährt einmal so zwei, drei Kurven, dann wieder eine Ortschaft. Oh. Irgendwie voll langweilig. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil da nicht so geile Kurven sind. Ja, das wird sein. Boah, hier bei diesen Kurven, ne? Die Straße, guckt euch das mal an, wie gammelig die ist. Ich meine, auf dem Video sieht man das nicht, wie gammelig die ist. Man merkt doch die Erschütterung nicht so doll, aber hier muss man echt sehr aufpassen, in was für einer Linie man die Kurven fährt. Weil wenn man die richtige Linie fährt, dann ist das okay mit der Straße. Aber wenn man die Linie so verkackt und in so ein Schlagloch reinkommt, guckt euch das an, da was für ein Loch. Juch. Wenn man die Linie verkackt und in ein Schlagloch reinkommt, ne, dann kann man sich easy auf die Fresse legen, wenn man hier fährt mit dem Motorrad. Die Straßenverhältnisse, habe ich das Gefühl, irgendwie von Saison zu Saison werden die immer schlechter, die Straßenverhältnisse. Wie ist eigentlich euer Empfinden, was das angeht? Kommt nur mir das so vor, dass die Straße immer schlechter wird über die Jahre und dass weniger, dass sie mehr so überall flicken und so, als dass die irgendwelche Straßen richtig schön neu machen? Kommt nur mir das so vor oder euch auch? Lasst es mich wissen. So, home sweet home. Schön ranfahren hier. Nett. Und aus. Wir sind angekommen. Boah, ist das warm. Ist dir auch so warm? Nö. Du bist komplett unempfindlich, was Temperaturen angeht. Oh. Schönes Motorrad, ne? Ich weiß. Fast so schön wie du. Hm. Oh, der Reifen sieht aber. Guck mal, wie viel da noch. Und wie wenig da noch drauf ist. Oh. Einen halben Millimeter habe ich noch. Super. Der neue Reifen ist schon bestellt. Den muss ich dann nur noch drauf pellen lassen. Perfekt. Hoffst du, dass den Leuten das Video gefallen hat? Natürlich. Ich sehe schon, die Leute schreiben wieder. Letztens war ja ein Kommentar, das hatte ich dir gezeigt. Ne, Kim ist irgendwie unsympathisch und wirkt arrogant und eingebildet. Das sind auf jeden Fall Sachen. Ist sie unsympathisch und arrogant? Ein bisschen, aber das mag ich an ihr. Alles klar. Lass dem Video einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, abonnieren, subtrahieren, extrahieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Okay.